Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, und heute ein riesiges Grüezi wohl für alle, die aus der Schweiz zuschalten. Wir sind nämlich in der Schweiz am Motofestival in Bern, eine Motorradmesse, mal ein bisschen anders. Wir werden unzählige Custom-Bikes sehen, aber es ist eine Experience. Foodstände, MX-Shows, Konzerte. Ich zeig's euch, bleibt dran, kommt mit. Wir starten den Rundgang hier in Bern gerade mit einer ordentlichen Ladung PS. Wir sind hier am Ducati-Stand und ganz groß ins Auge fallen diese drei Multistradas. Warum gerade drei Multistradas aufs Mal ausgestellt sind, warum reicht nicht eine Multistrada? Es ist ein Statement, die Schweiz ist ein Adventure-Bike-Paradies. Schon nur für die Multistrada V4 gibt es 6 verschiedene Ausführungen. Das heißt, für jeden Geschmack ist irgendein Modell vorhanden und hier kann man zwar 3 ausgestellte Modelle sich anschauen. Ein ganz konträres Bike dazu steht da drüben, die Hyper Motard Mono. Wir gehen die kurz anschauen, weil die habe ich ja schon an der Motorradwelt Bodensee eigentlich sehen wollen, aber da war Ducati leider nicht vor Ort. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Die Ducati Hyper Motard Mono ist ja wirklich eine Ansage. Ich habe hier Timon bei mir von Ducati Schweiz. 77,5 PS, jetzt in einem Einzylindermotor. Wir hatten ja schon die ersten Fahrendrücke bei 1000 PS publiziert. Ist das ein Bike, das jetzt in der Schweiz vielleicht mehr junges Publikum anziehen könnte? Du bist jetzt auch eher von der jüngeren Generation wie ich. Arbeitest bei Ducati. Was sind da so deine Erfahrungen oder deine Meinung dazu? Ja, genau. Also du sagst, dass damit wollen wir mit der Hypermotard 698 wollen wir jüngere Leute ansprechen. Ich glaube, gerade in der Schweiz mit den Tempolimits, die ja teilweise doch eher rigoros umgesetzt werden, hat man damit trotzdem am Pass extrem Spaß. Und damit wollen wir natürlich auch mit dem Design schon ein jüngeres Zielpublikum ansprechen. Ich finde, das Design ist auch wirklich gelungen. Ich habe das Gefühl, es ist noch ein bisschen aggressiver geworden. War ja auch vorhin eigentlich schon ziemlich aggressiv. Aber ich bin gespannt, wie sich das dann ausgeht in der Schweiz. Die Ducati Hypermotard ist da jetzt auch schon bei den Händlern, glaube ich, seit neuem erhältlich, oder? Genau, seit Januar steht die beim Handel und kann Probe gefahren werden. Ja. Perfekt, sind wir gespannt. Ein weiteres Highlight hier am Ducati-Stand am Motofestival. Ich stehe auf einem richtig krassen Custom-Bike in der Schweiz. Ich habe hier Antonio bei mir und nachher aber noch ganz kurz ein paar Fragen. In der Schweiz, es geht ja, oder Ducati allgemein, geht es ja darum, immer mehr Sondermodelle. Zum Beispiel Championship-Replikas, die man bei Ducati jetzt erwerben kann, die Panigale V4. Wie sieht da die Richtung aus? Wie ist Ducati positioniert bezüglich den Sondermodellen? Ja, danke vielmals, Frankie. Ja, also die limitierten Sondermodelle, die sind sehr beliebt bei Ducati. Das ist auch mit dem Grund, warum es immer wieder limitierte Modelle gibt. Jetzt für dieses Jahr gibt es die 5 Replikas, um die Erfolge im Motorsport zu feiern von 2023. Aber es gibt nicht nur die Replikas, es gibt auch weitere Modelle im Lineup 2024, wie die Diavel for Bentley oder die Panigale SP2 Anniversario, also zum 30-jährigen Anniversario der Panigale der 916er gibt es dieses Sondermodell. Was wir hier sehen, ist eine Unica. Das ist ein One-Off-Programm von Ducati. Das heißt, da hat der Kunde effektiv die Möglichkeit, ein Einzelstück fertigen zu lassen, und zwar direkt ab Werk. Entschuldigung, also das wählt dann wirklich der Kunde selbst, was er dann genau für Teile, welche Farben und so weiter, das wählt alles der Kunde selbst? Genau, er hat die Möglichkeit, das Bike komplett zu individualisieren. Das heißt, er kann verschiedenste Materialien wählen, Farben, Ausstattungen. Er kann entsprechend vom ganzen Ducati Performance Zubehör profitieren und so wirklich das Unica Bike, also Una di Uno, ist dann quasi auch plakettiert und er kommt auch ein Echtheitszertifikat von der Ducati Motor Holding über, dass es dieses Bike nur einmal auf der Welt gibt. Also eigentlich eine ziemlich große Nummer. Wie sieht das dieser Prozess aus? Also ich habe mal gehört, man geht dann wirklich nach Italien, wo das in dieses Unica Center, oder, als Kunde, und sieht dann eigentlich dort, was alles für Möglichkeiten bestehen. Genau, das ist die Möglichkeit, die zur Verfügung steht. Also es ist nicht zwingend notwendig. Man kann natürlich auch das Ganze von fern machen. Sprich, der Prozess, die sieht die Involvierung vom Centro Stile aus. Das heißt, man hat Kontakt zum Designer und konfiguriert das Bike quasi zwischen dem Endkunden und dem Designer. Und in dem ganzen Prozess hat man die Möglichkeit, auch wirklich nach Bologna zu gehen, nach Borgo Panigale, und dort im Centro Stile das Ganze vor Ort zu machen.
ist aber nicht unbedingt zwingend notwendig, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt dieses Programm in der Schweiz jetzt beispielsweise bei einem Street Fighter V4 Lamborghini anwenden können. Also quasi ein Kunde hat aus einem Street Fighter Lamborghini eine Unica bauen lassen. Und von dem her, das ist grundsätzlich alles möglich. Sehr, sehr spannend und ich bin gespannt auch auf die Bikes, die ja dann entstehen werden durch die Kunden und sind wir gespannt, was da alles kommt. Vielen Dank, Antonio. Vielen Dank, Frankie. Ich stehe hier am BMW-Stand mit Oliver vor dem Modell, das wahrscheinlich am wenigsten BMW schreit. Und deswegen finde ich es spannend, weil der Elektroroller CE04 hat ja schon ein bisschen polarisiert. Die Leute haben gedacht, was kommt jetzt hier? Und der CE02 sieht ja irgendwie noch mal ein bisschen mehr funky, ein bisschen mehr fresh aus. Und Elektromobilität, Urban Mobility, immer ein größeres Thema. Will BMW hier der Spitzenreiter von ein bisschen etwas Ausgefallenem sein oder was geht da eigentlich? BMW will hier bestimmte Wellen schlagen. Mit dem Design vom CE 04 wurde schon polarisiert. Mit dem Design vom CE 02 wurde da konsequent nochmal draufgelegt. BMW geht ihre eigenen Wege und die Modelle kommen im Urban Mobility Bereich sehr gut an. BMW hat sicher den Sinn, Motorräder zu verkaufen. Spitzenreiter ist immer ein gutes Ziel zu haben. Den ersten kann man angreifen. Dort sind wir noch nicht, aber auf dem richtigen Weg. Der CE02 kommt im Juni. Wenn du einen für dich haben möchtest, könntest du hier am Wettbewerb bereits einen gewinnen. Hier am Stand kannst du dich über den QR-Code einloggen und dann viel Glück. Vielleicht bist du bald auf einem CE02 unterwegs. Also das heißt, kommt unbedingt vorbei. Betreffend Spitzenreiter, da hinten stehen alle GS und wir sind hier in der Schweiz, ein GS-Paradies. Ich glaube, wir müssen noch kurz hinten ein paar Fragen beantworten, oder? Sehr gerne. Das Jahr der GS eigentlich, oder das Jahr 2024? Jedes Jahr ist ein GS-Jahr. Auf diesem Jahr ist die R1300 GS schon verfügbar. Die R1300 GS Adventure wird auf den Herbst erwartet. Und die F900 GS. Niemand redet über die F900 GS, aber ich finde das ein super Motorrad. Die F900 GS wurde jetzt gerade lanciert. Die sind jetzt bei den Händlern im Laden anzuschauen. Die ist ein super Motorrad, sehr spannend, auch von den Optionen her. Das heißt, man kann sie jetzt schon probefahren? Man kann sie jetzt schon bei den BMW-Händlern probefahren. Wie sieht das allgemein jetzt aus? BMW hat sehr viele neue Modelle. Wenn man aus der Schweiz ist, man hat es vielleicht nicht aufs Motofestival geschafft. Wo kann man denn die Motorräder probefahren? Gibt es Events von BMW oder läuft das über die Händler? BMW Schweiz ist bei den TÜV-Testtagen in Derendingen dabei. Jeder Schweizer BMW-Händler veranstaltet einen Roadtest, wo man die Modelle probefahren kann. Und jeder Schweizer BMW-Händler führt auch Probefahrten in-house durch. Okay, das heißt, Derendingen, Roadtests und sonst zum lokalen Händler gehen. Wie sieht's aus? Wir sind hier vor der dreckigen BMW. Gibt es sonst irgendwelche noch Events oder Reisen oder was von BMW? Wie du die schmutzige BMW hier siehst, die BMW lässt sich nicht nur auf der Straße gut bewegen, sondern auch im Offroad und im Gelände. Wenn du mit der BMW ins Gelände möchtest, würde BMW Schweiz 6 Tage in Andalusien anbieten oder in Hechlinden gibt es ein Enduro Park. Da spürst du Muskeln, die du nicht wusstest, die du hastest. Aber ich kann das allen mal empfehlen. Ich würde ein Motorrad mieten da. Wenn das eigene Motorrad umfällt, schmerzt das mehr, als wenn eines von Hechlingen umfällt. Wir waren jetzt vorhin bei BMW und haben da abgeschlossen mit Reisen und Events. Wir haben jetzt sehr viele Motorradaussteller hier an der Messe, was super schön ist. Aber ich finde, in der Schweiz ist trotzdem auch die Community, die Gemeinschaft wichtig. Ich bin hier mit Roger von Schweizerischer Auto- und Motorradverband. Und was bietet ihr an? Gibt es bei euch auch Events und Veranstaltungen, wo man ein bisschen mehr das Motorrad leben kann? Ja, gibt es auf alle Fälle. Wir sind ein Schweizerischer Automotorradfahrerverband, haben rund 5.500 Mitglieder in 40 Sektionen, haben 8 verschiedene Sportsparten, Motocross, Supermotor, Pitbike, Pocketbike machen wir, Trial. Wir haben eine Tourismusabteilung, rund 70 Sportveranstaltungen, rund 30 Touren, die wir anbieten, auch mit Partnern, Schräglagentrainings, verknüpft mit ASSR und so. Ja, das sind so eigentlich unsere Anbieter. Kann man die Events auch besuchen, wenn man kein Mitglied ist? Also das heißt, ihr organisiert die Events und man kann trotzdem vorbeikommen oder wie schaut das aus? Selbstverständlich, bei uns unter www.s-a-m.ch sind die Termine alle drin. Man kann sich anmelden, für eine Tagestour bezahlt das Mitglied nichts.
Das Nicht-SAM-Mitglied bezahlt einen Umkostenbeitrag von 20 Schweizer Franken. Also SAM setzt sich ein für das Leben des Motorrads in der Schweiz, das finde ich super. Gibt es dann auch noch Vorteile, wenn man jetzt sagt, man will bei euch Mitglied sein? Springen da irgendwelche Vorteile raus? Ja, es gibt viele. Wir haben rund 44 Partner, wo das SAM-Mitglied Minimum 10% der Mäßigung hat. Das beginnt bei Allianz Swiss über BP, Migrol und schlag mich tot, Brack.ch zum Beispiel, bis 25%. Mitgliedschaft ist Zentralmitglied 85 Schweizer Franken, also das schlägt er x-fach raus, wenn er die Dienstleistungen und die Vorteile nutzt. Super, also wenn man sich interessiert, ein bisschen mehr Motorrad zu leben und nicht nur zu fahren, würde ich empfehlen, mal vorbeizuschauen. Vielen Dank, Roger. Ja, dann sehen wir auf uns zu. Die Z900, immer noch ein Steckenpferd, leider mit nicht wirklichen Updates, aber wir sind hier bei Mototech und man sieht, Z900 geht dann doch, also es sieht schon fast wie ein neues Modell aus, Yannick. Ich wollte eigentlich gar nicht so viele Interviews machen auf dieser Messe, aber keine Chance, dass ich das alles irgendwie selbst mir zu Gemüte führen kann. Also deswegen frage ich dich, ich sehe viel Carbon, was ist an diesem Bike alles besonders? Wir haben sehr viele Umbauten an diesem Bike durchgeführt. Wir haben Individuallackierung gemacht, viel Carbon natürlich, viele Titanschrauben. Das veredelt das ganze Fahrzeug natürlich. Zusätzlich ist natürlich das spezielle Kennzeichen, das normalerweise direkt unter dem Heck ist. Wir haben aber für das Fahrzeug eine ganze Carbon-Unterabdeckung montiert und somit kommt das Ganze ein bisschen mehr zur Geltung. Ich habe gesehen, farblich abgestimmt auch das Federbein. Ist da auch irgendwas anderes drin, nehme ich an? Ja, wir haben ein Wilbas-Federbein montiert. Es ist farblich natürlich schwarz, das passt natürlich. Zusätzlich mit dem Carbon gibt es einen schönen Finish-Touch, sage ich jetzt mal. Die Felgen sind von der Z900 RS und sind auch lackiert von uns. Das Ganze ist möglich in jeder Wunschfarbe. Also das heißt, also zwei Fragen noch. Erstens, ja. Straßenzug lassen. Auf jeden Fall. Alles in der Schweiz? Alles. Okay, perfekt. Und du sagst jetzt nicht one of a kind, sondern du kannst eigentlich als Kunde, wenn das jetzt als Inspiration nehmen und dann mehr oder weniger Kundenwünsche äußern und ihr würdet es dann für den Kunden umsetzen? Auf jeden Fall. Wir machen das auch in jeder Wunschfarbe. Wenn du andere spiegeln möchtest, kein Problem. Farbe, alles möglich. Ohne Carbon geht das auch. Die meisten möchten es aber mit Carbon. Wahnsinn. Also wirklich die Liebe zum Detail, sogar mit dem Carbon-Lenker. Genau. Also wirklich ein gelungener Z900-Umbau. Wir haben hier aber noch ein bisschen was Extravaganteres. Wir gehen vielleicht gleich mal auf das zu. Ein roter Pfeil sieht aus wie eine Z1000, aber ich glaube, da ist irgendwas, sehe ich hier, stimmt nicht ganz, oder? Auf jeden Fall. Viele kennen das alte Modell von der Z1000. Viele mögen die Front und wir haben gedacht, wir machen das neue Modell von der ZH2 mit den Komponenten von der alten Z1000. Wir sehen hier, die Front ist umgebaut. Wir haben auch die Seite komplett individuell gestaltet. Normalerweise würde die Verschalung mit dem Scheinwerfer als ein Stück gelten. Zusätzlich natürlich die Lackierung ist wie bei Z900 individuell wählbar. Und sonst Kleinigkeiten, Heckumbau, Blinker und so weiter. Also, aber die, was nicht Kleinigkeit ist, ist also, das ist ein H2-Motor und es ist ein H2-Motorrad gewesen und ihr habt es dann umgebaut im Design von der Z1000. Ja, genau. Das ursprüngliche Motorrad ist ein ZH2. Ja. Ist ja ein Naked Bike. Wir mögen aber die alte Front von der Z1000. Wir dachten, komm, wir bieten das den Kunden an, falls die Leute das möchten. Die Nachfrage ist groß. Wir haben 8 Stück von der. Die ist limitiert. 2 davon sind jetzt bereits verkauft. Und das ist eine davon. Und das ist tatsächlich auch straßenzugelassen? Genau. Wir machen nur straßenzugelassene Motorräder. Perfekt. Sehr, sehr spannend, Yannick. Aber ich würde sagen, kommt unbedingt hier vorbei, schaut euch die Kassenbikes an und lasst euch inspirieren. Super Sache. Vielen Dank, Yannick. Sehr gerne. Kein Problem. Was ist das für ein Sound? Das klingt für mich nach Star Wars. R2-D2 sehen wir hier. Wir sind bei Zweirad Verli am Stand. Seine Umbauten hier, die Lackierungsumbauten, verkauft er unter dem Namen Verli Design. Und es ist wirklich ein Designprojekt. Es ist nicht nur einfach eine Lackierungsfolie, die drüber gelegt wird, sondern da ist wirklich alles mit Liebe ausgedacht und berechnet. Ich habe hier sogar ein Star Wars Schwert in der Hand und die Motorräder sind auch Straßen zugelassen, außer natürlich das Geblinke hier vorne nicht. Die R2-D2 Geschichte hier ist aufgebaut auf einer Kawasaki Ninja 650, aber was noch viel verrückter ist, das steht da hinten, seine Kawasaki W800. Und zwar im Boba Fett-Style.
Es ist ein harter Tag für die, die nicht gerne Kawasaki haben und nicht gerne Star Wars haben, weil jetzt ja, müssen wir da durch. Aber es ist wirklich absolut faszinierend. Die Helme von HJC im Marvel-Design kennt man ja. Und Verli hat sich eben zum Ziel gesetzt, dann ein Bike dazu zu machen, welches im Farbmuster und im ganzen Stil eben perfekt passt. Also man sieht hier, das finde ich faszinierend, zum Beispiel beim Sitz, der hier jetzt auf dieser W800 verbaut ist, es hat effektive Schusslöcher drin, die ausgearbeitet wurden. Und trotzdem ist das jetzt immer noch wasserdicht und das nenne ich Liebe und Passion zum Detail. Verli Design bietet auch noch sehr viele andere Modelle an. Hier das altbekannte Venom Design, hinter uns steht noch der Joker oder auch Unilackierungen in sehr speziellen Farben. Es wird in Kürze danach auf 1000 PS noch einen Bericht darüber geben, weil ich finde das wirklich absolut faszinierend und Verli Design macht ja einen super Job. Ich sitze für einmal mal auf dem Bike, habe ich jetzt auf dieser Messe noch nie gemacht, und zwar auf der Suzuki GSX-8R. Ich habe ja Florian bei mir von Suzuki und die Schweizer können ja jetzt dieses Bike zum ersten Mal hier am Motorfestival Probe sitzen, ist das richtig? Das ist korrekt, ja. Und du bist jetzt, wir sind zwar noch ziemlich früh, die Messe ist noch nicht so lange am Laufen. Wie ist der Eindruck? Sind die Leute interessiert? Sitzen sich viel auf die 8R? Ja, also die 3 Stunden, die wir jetzt schon rum haben, sind schon einige da, haben schon Platz genommen, also kommt gut an. Meine Frage an dich, ein Sportler neu bei Suzuki jetzt. Was denkst du, welche Zielgruppe sprecht ihr mit diesem Bike an und wie wird sich das entwickeln im Schweizer Markt? Mit der 8R sprechen wir Fahranfänger, aber auch erfahrene Fahrer an, da sie eignet sich optimal für Fahranfänger wegen den 35 Kilowatt, welches sie erhältlich ist. Aber auch, man hat auch seinen Spaß, wenn man schon seit mehreren Jahren auf dem Motorrad unterwegs ist. Also ja. Super. Also ich muss sagen, ich bin sonst ja nicht so ein Racing-Mensch, sage ich jetzt mal, aber es fühlt sich gut an. Und ich habe das Gefühl, man könnte damit wirklich Spaß haben. Eine andere Frage am Stand hier. Man sieht es ja eigentlich schon gleich hier, die GX ist ja auch ein neues Modell. Hat es ja vorhin so nicht gegeben. Man kennt die GT, man kennt die V-Strom, die ich kenne, besonders als Adventure-Bike-Fahrer. Und die GX, glaube ich, ist ja was dazwischen. Vielleicht wollen wir kurz zur GX rübergehen, ja, dass die gerne. Leute sehen und kannst mir ein bisschen über dieses Bike was erzählen. Sehr gerne. GSX-S1000 GX ist der Modellname, richtig? Korrekt. Könntest du mich aufklären, wo passt dieses Motorrad in eurem Line-Up rein? Also das ist ein Crossover-Modell zwischen der GSX-S1000 GT und der V-Strom 1050. Es vereint so ein bisschen die beiden Welten, geht in die Touring-Richtung, aber auf mit ordentlich Leistung auf Superbike-Niveau, also hat den K5000er Motor drin mit 152 PS. Und wann kann man dieses Prachtstück Probe fahren? Ist es schon bei den Händlern verfügbar oder wie, weil die sind ja jetzt relativ neu. Genau. Und wie sieht da die Situation aus? Ja, also das wurde auch wie die 8R auf der EICMA vorgestellt, letzten Herbst, und die stehen schon beim Händler. Also die kann man ab sofort Probe fahren. Man kann sie Probe fahren ab sofort und bestellen könnte man sie auch schon. Das ist korrekt, ja. Perfekt. Sehr spannend zu sehen und ich finde, es ist super, wie jetzt Suzuki damit wirklich diese Lücke ein bisschen gefüllt hat. Und besonders natürlich für die Schweiz, wo wir die Alpenregionen haben, aber trotzdem viel vielleicht auch im Verkehr unterwegs sind. Kann das ein Modell sein, das wirklich gut performen wird, oder? Ja, sicherlich. Und sie hat viele technische Neuerungen, welche die GT beispielsweise nicht hat. Also sie hat ein kurvenabhängiges, schräglagenabhängiges ABS. Sie stellt das Federbein selbst ein, wenn der Sozius Platz nimmt. Viele solche Dinge, die eigentlich neu sind bei uns. Ein Motorrad, das so nur auf einer Schweizer Messe zu sehen ist. Das ist nämlich eine GSX S1000 Swiss Edition, die nur Suzuki Schweiz herstellt und so beim Händler ab Werk eigentlich erhältlich ist. Man hat hier natürlich einen besseren Auspuff drauf, ein super cooles Sticker-Kit, ein kurzes Heck und vieles mehr. Und das gibt so ein bisschen diesen Schweizer Touch. Finde ich absolut cool, dass man hier in der Schweiz das macht, dass man das auch pusht und das beim Händler so erhältlich ist. Das Motofestival in Bern ist nicht nur eine Motorradmesse, wie man das sonst kennt. Es ist eben ein Motofestival. Man sieht hier auch eine ganze Straße bzw. 2 Straßen voll von Essensbuden. Es ist eigentlich auch ein Foodfestival hier, der gesamte Außenbereich. Es ist alles wirklich gemütlich designt und Liebe zum Detail.
Es hat auch Vorträge, es hat eine Enduro-Show, es gibt ein Konzert. Man sieht ja nicht nur Motorräder, sondern effektiv eine Experience. Man kann zusammenkommen, auch mit der ganzen Familie. Und hier gibt es was zu sehen und zu essen für jeder Mann und jede Frau. Ich bin hier jetzt bei E-Trix, dem Spezialisten für Elektromobilität in der Schweiz. Hallo George. Hallo, Sally. Ich habe kurz eine Frage, und zwar, wir haben hier einen Roller und ein Auto. Und Roller aus China ist ja, normalerweise immer ein bisschen vorbehaftet, aber zum Beispiel jetzt der Silence-Roller wurde ja auch von TCS als Testsieger eigentlich erkoren. Also da ist wirklich Qualität vorhanden. Und das Spannende jetzt bei diesen beiden ist ja, was die Batterien angeht, oder? Also wie funktioniert das mit den Batterien der beiden Fahrzeuge? Ja. Also, den Roller gibt es ja schon seit 8 Jahren mit der Batterie, mit dem Wechselpack. Also den kann man einfach rausnehmen im Trolley. Und das Spezielle ist, es ist ein standardisiertes Pack. Und das ist das Gleiche jetzt auch mit dem Auto. Mhm. Und das Auto ist jetzt seit diesem Jahr neu auf dem Markt. Und wenn du keinen Zugang zur Steckdose hast, kannst du einfach hier ganz einfach die Batterie rausnehmen. Und in einen kleinen Koffer kannst damit zur nächsten Steckdose fahren, oder? Und beim Auto ist es dann das gleiche Konzept. Das heißt, wenn man den Roller und das Auto besitzt, dann... Und auch da hast du wieder das Wechselpaket. Und ich habe gehört sogar, also bis jetzt ist es ja meistens so, entweder kann man den Roller einfach nur ans Netzkabel oder sogar den Akku rausnehmen. Ja. Und jetzt ab nächstem Jahr gibt es sogar die Möglichkeit, dass man... Genau, dass man die wechselt, in Wechselstationen. In Spanien hat man das begonnen vor 12 Monaten. Und das ist der Renner, also der Kunde kauft nur noch die Roller und die Akku ist in Miete. Und es gibt in Spanien mittlerweile 80 Wechselstationen an Petrol Stations, also Tankstellen, wo es gewechselt werden kann. Das heißt, auch wenn du keine Steckdose hast zu Hause, hast du die Möglichkeit, Elektro zu fahren, wenn du das möchtest. Und besonders auch ohne Wartezeit zum Laden, weil du kannst einfach die Batterie tauschen. In der 30 Sekunden, wie du siehst, hast du das gewechselt. Perfekt, super, vielen Dank, George. Danke dir. Sehr spannend. Ja, danke. Am Honda-Stand hier am Moto-Festival in der Schweiz. Honda Schweiz feiert dieses Jahr ein Jubiläum, 50 Jahre Honda Schweiz. Wir haben hier deswegen sehr wunderschöne Oldtimer, die zu sehen sind. Da drüben steht auch noch ein Kunstprojekt, das ich euch später noch zeige. Aber hier eine Honda CR57. Ich musste wirklich ehrlich gesagt spicken, weil so weit zurück reicht mein Wissensstand über die Modelle leider nicht. Also Jahrgang 1972. Auf der anderen Seite steht ein Modell mit Jahrgang 1993. Es ist schön, immer wieder schön, die alten Modelle zu sehen und ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Besonders so weit zurück. Jetzt gehen wir aber noch kurz das Kunstprojekt anschauen. Honda hat aber dann wirklich den Vogel abgeschossen, wenn es ums Thema Customizing geht. Honda hat nämlich in der Schweiz mit einem Künstler zusammengearbeitet, namens Onur. Ich habe jetzt Doan hier. Und erklär mir mal kurz, Doan, Onur, das ist ein Künstler. Was macht er und was hat er jetzt hier für euch genau gemacht? Ja, genau. Onur ist ein Künstler vom Solothurn. Aber jetzt, er wohnt in Berlin. Manchmal er ist in Solothurn, aber er wohnt in Berlin. Und er ist ein Street-Art-Künstler. Er ist berühmt internationally. Und wir wollten mit ihm eine wirklich Collaboration machen, noch nicht nur eine Customization. Und mit dieser Hornet 750, es ist ein Hornet, so er wollte wirklich eine Hornisse malen und mit Phosphorescent Paint. Und das ist wirklich etwas wunderbar und wir sind sehr froh, dass wir haben diese Geschichte und diese Arbeit mit Onur gemacht. Finde ich sehr spannend. Ich würde sagen, wir schauen es uns gleich mal an. Kommt mit. We'll be right back.
wirklich erstaunlich, was man da machen kann mit fluoreszierender Farbe und Künstler. Hier gibt es noch ein Thema, Custom Bike Contest von Honda Schweiz. Schauen wir das auch noch kurz an. Wie gesagt, Custom-Bike-Szene in der Schweiz sehr beliebt, sehr groß. Man sieht es ja auch, ich finde es ein bisschen schade, dass es so hier am Ende des Standes bei Honda im Ecken steht, weil in der Schweiz hat Honda einen Contest ausgerufen unter den Schweizer Honda-Händler. Die konnten jeweils eine Hornet customizen und von den Lesern und Zuschauern in der ganzen Schweiz wurde dann abgestimmt, welches Bike ist das coolste. Also wir haben hier Platz 3, Platz 2 und Platz 1. Lustigerweise ist kein Deutsch-Schweizer auf dem Podest. Also Platz 1 ging an Garage Moderne in Bül. Der zweite Platz ging an Moto Rush in Genf. Und der dritte Platz belegt Moto Bernardini in Biasca. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welches dieser drei Modelle findet ihr am schönsten? Hättet ihr das auch so geratet oder würde mich wundern, wie ihr das gemacht hättet? Motorradsicherheit ist auch ein wichtiges Thema, deswegen sind wir hier am Stand von Helite. Die verbauen Airbags. Zum einen sieht man hier die Neuheit als Rucksack. Also man ist sich ja gewöhnt wie die Weste, die ich hier anhabe. Nachher lassen wir sie auch noch sprengen. Aber bei Helite gibt es die Weste so, die ist auch mechanisch und elektronisch verfügbar. Das heißt, mechanisch heißt, du machst sie eigentlich am Bike an. Wenn es dich ab dem Bike wirft, wird es mechanisch ausgelöst. Neu auch elektronisch, das heißt, es hat Sensoren, die das messen. Und sobald die merken, dass du ab dem Motorrad fliegst, wird es auch ausgelöst. Also hier haben wir den Rucksack. Es ist auch die Möglichkeit natürlich, das direkt in der Jacke zu integrieren, wie das schon eher länger auf dem Markt ist. Aber über die Weste möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer sprechen. Dafür gehe ich jetzt zu Richi. Er ist verantwortlich in der Schweiz für Helite. Hi Richi. Hallo. Und ich wollte dich mal fragen, genau, was hat es jetzt mit dieser Weste auf sich? Also diese Weste ist eine Airbag-Weste, die bläst sich auf bei einem Crash, bei einem Sturz. Die gibt es in elektronischer und mechanischer Ausführung. Du trägst jetzt gerade die mechanische. Willst du mal sehen, wie sie aufgeht? Diesen Riemen machst du am Motorrad an, wird befestigt. Wenn du aufs Motorrad sitzt, klickst du ein. Ich zeige dir jetzt, wie das tut. Die elektronische löst selbstständig aus, da musst du nicht einklicken. Die gleiche Weste gibt es elektronisch und mechanisch. Jetzt zeig dir schnell, wie es geht. Bist du bereit? Siehst du? Achtung! Du siehst, Weste aufgeblasen, 100 Millisekunden. Dreh dich mal schnell um. Hier hast du einen Nackenschutz, du hast den Brustschutz, hier. Und der Rücken bewegt dich nicht. Du spürst nichts. Sensationell. Und jetzt fühlst du dich eingeengt. Du stehst wieder auf. Du kannst die Kartusche wechseln. Damit du dich wieder wohlfühlst, machst du einfach die Clips auf und bist entspannt. Wahnsinn. Die letzte Frage noch, mechanisch oder elektronisch? Gibt es Vorteile von mechanisch? Die Elektronik ist ein bisschen schneller, aber du musst daran denken, die zu laden. Da musst du dran denken. Mechanisch funktioniert immer. Du bist einfach am Motorrad angemacht. Wenn du absteigst, passiert nichts, weil du hast 30 Kilo Zugkraft da. Also wenn du abstehst, dann merkst du das, du klickst dich runter. Du musst einfach nur dran denken, dich anzuklicken. Bei der elektronischen musst du dran denken, aufzuladen. Denn wenn du schöner Tag ist, du gehst Motorrad fahren und sie ist nicht geladen, dann sagst du, uff. Super, sehr, sehr spannend. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos vorhin, aber es ist wirklich eine tolle Experience. Vielen Dank, Richard. Danke dir. Hey, danke. Nochmal, Achtung. Okay, hast du was gespürt? Was wäre eine Motorradmesse ohne Schmiermittel und Öl? Motorex ist natürlich hier vor Ort und effektiv haben sie neue Produkte, die sie vorgestellt haben Ende letztes Jahr. Und zwar ist es ein neues System, wie du deine Kette perfekt pflegen kannst. Du siehst hier Schritt Nummer 1, man reinigt die Kette. Dann neu Care, also Schritt Nummer 2 ist, du schaust eben, dass es der Kette gut geht und dann erst als dritten Schritt schmierst du dann eben die Kette. Dabei gibt es, wie du hier siehst, ich stelle das wieder mal hoch, dass das schön aussieht, magnetisch, Offroad, Road, Racing, Adventure. Für jedes Segment gibt es jetzt spezifischen Kettenschmiermittel, das natürlich dann je nachdem, wo es eingesetzt wird, in der Verarbeitung und in der Mischung anders ist. Sehr interessant und ich freue mich vor allem, das Adventure Kettenspray dann einmal auszuprobieren. Luis ist auch mit vor Ort hier am Moto Festival. Ich bin bei Dominik. Genau. Und ihr habt News, nämlich ist eine neue Filiale aufgegangen, richtig? Ja, in etwa in der Westschweiz.
Super. Das heißt, die erste Filiale in der Westschweiz? Ja, genau. Und gibt es einen bestimmten Grund, warum man bei euch an den Stand kommen soll? Ich habe gehört, irgendwas ist da... Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein Gewinnspiel, wo du eine Suzuki gewinnen kannst. Du bekommst einen Gutschein, ein Package mit Tuch oder so eine Tüte. Also jede Menge Goodies und die Chance auf eine Suzuki V-Strom. Unbedingt vorbeischauen. Was wie ein Triumph Schweizstand aussieht, ist eigentlich ein Händlerstand. Nämlich, ich bin hier mit Flo von Bern Ost. Du hast hier diesen Riesenstand aufgebaut, wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit Triumph. Aber es ist schön zu sehen, dass bei Triumph auch die Händler ein bisschen mehr im Vordergrund sind. Die neuen Modelle, ihr habt ja irrsinnig viele neue Modelle für dieses Jahr. Wir sind hier bei der Scrambler 400. Für wen in der Schweiz ist dieses Motorrad? Und was denkst du, wie wird das ankommen in der Schweiz? Da denke ich, sprechen wir wirklich Fahrer an zwischen 18 und 25. Natürlich ist dieses Fahrzeug nicht nur für diese Personen gedacht, sondern es kann auch hinten auf einen Camper zum Beispiel verwendet werden. Du kannst mit diesem Motorrad auch als erfahrener Pilot irgendwo ein bisschen Offroad betätigen. Also absolut ein Motorrad, das durchaus für diverse Sparten gedacht ist. Was mir natürlich besonders gefällt, ist erstens, wie es ausschaut und zweitens ist der Preis ja auch relativ attraktiv gestaltet, finde ich jetzt eigentlich, dass du als Einsteiger mit eher wenig Budget dann eben auch eine wirklich coole Maschine fahren kannst. Bezüglich Probefahrten, Events, Triumph, also eben so viele Neuheiten, viele Modelle, gibt es da Events, wo man vielleicht die Triumph-Modelle probefahren kann oder würdest du sagen, jeder soll zu den Händlern gehen? Ja, also das ist sicher Händler individuell. Wir persönlich machen das eigentlich so, die Motorräder, die wir momentan am Lager haben, die kann man bei uns auch testfahren. Es gibt auch Testrides, zum Beispiel das Gentleman's Ride, wo wir mit diversen Motorrädern auch vor Ort sind. Und wenn sich da Leute melden, die am Gentleman's Ride teilnehmen möchten, die können durchaus auch mit unseren Motorrädern fahren. Was natürlich auch interessant ist, ist unser Reiseangebot von Triumph, wo wir in Südspanien, Malaga, wie auch in Marokko teilnehmen können als Endgebrauch oder als Endverbraucher. Man sieht Triumph Schweiz, man lebt auch die Marke. Es ist nicht nur die Motorräder, sondern die Community, was mir besonders gefällt. Finde ich super. Flo, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Wie vorhin schon gesagt, Moto Festival, es ist nicht nur die Bikes auf dem Stand, sondern hier gibt es wirklich Show. Hier sieht man Freestyle Motocross Show. Ihr seht es jetzt dann gleich fliegen. Absolut genial, oder? Viel Spaß! Zum Rahmenprogramm gehören nicht nur Freestyle-Motocross-Shows, sondern auch waschechte Enduro-Rennen und wie man hier jetzt dann gleich sieht, Käfigbahn mit Motocross. Also schaut euch das an, es startet jetzt dann gleich, das ist absolut Wahnsinn! Wirklich, wirklich cool! Ich bin am Zero-Stand hier am Motofestival in Bern angekommen. Damien, vielen Dank, dass du dich kurz Zeit nimmst. Bei Zero ist ja viel gegangen für das neue Jahr. 4 neue Modelle plus noch farblich eine neue Variation dazu. Meine Frage an dich, was verfolgt Zero eigentlich für eine Strategie? Ich kann so ein bisschen vielleicht erraten, worauf sind eigentlich diese Modelle gelegt oder was ist der Vorteil dabei? Also ab
in ein paar Wochen haben wir jetzt wirklich beim Händler alle Modelle von A1 Motorrädern A beschränkt und natürlich A unbeschränkt, die wir schon hatten. Mit A1 Motorrädern, die eigentlich in der gleichen Ausstattung sind wie bei der A unbeschränkten Modelle, hast du jetzt ein A1 Motorrad, der wie ein perfektes Motorrad aussieht und auch eine sehr interessante Leistung hat. Das heißt eigentlich jetzt, sobald man auf das Motorrad steigen darf, legal, kann man mit Zero fahren und hat eigentlich dann verschiedene Modelle, wo du dich durchprobieren kannst, bis du bei der Meisterklasse bist. Genau, von 16 Jahre alt bis 190 Jahre alt. Perfekt, sehr spannend. Und vielleicht eine persönliche Frage, welches ist dein persönliches Lieblingsmodell? Ist nicht Straßen zugelassen, aber die SRX, also dieses Konzept finde ich Hammer. Würde ich am liebsten auf die Straßen sehen. Weiß nicht und denke nicht, dass sie auf die Straße kommt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es Gerüchte oder vielleicht, ob das wirklich mal kommt? Also viele Kunden oder viele Besucher schwärmen von diesem SRX-Konzept. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann auch nichts dazu sagen. Von Zukunftsmusik, Concept-Bikes und elektrobetriebenen Motorrädern nehmen wir jetzt mal einen Schritt zurück, entschleunigen ein bisschen, gehen zurück in die Natur, verlassen sogar das Land und gehen nach Kirgisistan. Wir sind in einer Jurte, wie man die wirklich so in Kirgisistan vorfinden würde. Natürlich sind wir immer noch in Bern, wir sind nicht wirklich nach Kirgisistan gereist, aber so schauen die Jurten in Kirgisistan aus. Und das ist der Stand von Alato Moto, die bieten effektiv Reisen in Kirgisistan an. Bei mir, Beat Hirs, der Geschäftsführer von Alato Moto, aber du machst ja die Reisen selbst vor Ort, du bist dabei, manchmal als Reiseführer. Ich habe zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist, wie kommt man dazu, Reisen in Kirgisistan anzubieten? Ich bin zufällig drauf gestoßen, habe eine Reise gemacht selber und habe diese Firma übernommen aus einem Corona-Konkurs und finde Kirgisistan ein mega spannendes Land. Es ist wirklich ein mega spannendes Land. Die meisten wissen nur vielleicht, wo es ungefähr auf der Karte ist, wenn überhaupt. Und deswegen meine zweite Frage, warum sollte man überhaupt nach Kirgisistan reisen wollen? Was sind die Highlights, was erwartet einem in Kirgisistan? Die Menschen sind extrem gastfreundlich und das Land ist super schön, extrem abwechslungsreich, ganz unterschiedliche Landschaften und endlose Schotterstraßen, wo man sich richtig austoben kann mit dem Motorrad. Das heißt, man fährt dann mit kleineren, also ist sicher alles Offroad, nehme ich jetzt mal an, oder? Und fährt man dann mit kleineren Maschinen oder Adventure-Bikes wie? Wir fahren mit Honda CRF 250L, die sind extrem leicht und handlich und das Gepäck ist im Begleitfahrzeug, das fährt direkt hinter der Gruppe her. Wir bieten einen hohen Komfort und eine absolut sicher geführte Tour. Also der Kunde bucht dann eigentlich den Flug, sobald er dann in Kirgisistan ankommt, ist das für ihn komplett einfach servicemäßig, er kann dann einfach abschalten und die Reise genießen. Das schätzen die Kunden besonders, sie können voll abschalten. Gute Reiseleitung, saubere Betten, jeden Abend eine Dusche, feines Bier und super Essen, also stressfreies Reisen, wunderbar zum sich erholen. Geführt von Schweizern. Ich als Schweizer bin natürlich schon ein bisschen, ja, es macht mich an, ich würde gerne mal mitkommen und vielleicht funktioniert das ja mal in der Zukunft. Es würde mich sehr freuen, mit dir eine Kirgisistan-Reise zu machen. Ich werde eine super Tour organisieren. Perfekt, vielen Dank, Beat. Meister Motorcycle. Diese Umbauten stechen dir bestimmt direkt ins Auge, wenn du siehst. Das sind nicht einfach irgendwelche Umbauten von neuen Modellen, sondern die meisten Modelle von hier sind aus den 80er Jahren. Also die Motorräder sind in perfekter Verfassung. Zum Teil da hinten steht ein BMW mit Jahrgang irgendwas zwischen 83 und 85 mit 120 Arbeitsstunden investiert in das Motorrad. Also unglaubliche Einzelstücke und ich glaube, manchmal sagen Bilder mehr als Worte, deswegen schaut sie euch selbst an. Ein Besuch beim Stand Our Power lohnt sich auch jedes Mal. Our Power ist fokussiert und spezialisiert auf Umbauten, basierend auf Royal Enfield Motorrädern. Also man sieht sich jetzt das mal an hier. Dieser Martini-Umbau vom Look von einer GT650. Und man sieht auch hier wieder einfach die Liebe zum Detail. Es ist nicht irgendwas aufgeklebt, sondern es ist wirklich alles in den Tank rein gemalt, sage ich jetzt mal. Also die Qualität lässt nicht zu wünschen übrig und das ist ja nicht nur, das ist ja nicht das einzige Motorrad. Wir haben hier Shotguns, wir haben hier eine ganz klassische Bullet 350 und es ist wirklich eine Freude zu sehen, wie viel
Liebe, das in diese Bikes reingesteckt wird. Es war ja auch lange die Frage mit KSR Schweiz, geht das weiter? Wie sieht der Import von Royal Enfield aus in der Schweiz? Aber zum Glück ist das jetzt alles Geschichte. Es ist definitiv, dass das weitergeht. Und deswegen ist auch die Zulieferung von Royal Enfield sowie der Service und die Werkstattbetreuung sind auch garantiert. Also wirklich Thumbs up. Danny hier bei Our Power macht wirklich vorwärts und verkauft anscheinend über 30 Stück pro Jahr von seinen Custom Bikes. Wahnsinn, das zeigt, wie gut er das macht. Perfekt. Wir sind hier bei Bridgestone gelandet und komischerweise eigentlich der einzige große Reifenhersteller, der am Motofestival ausgestellt hat. Deswegen habe ich gedacht, wir müssen ja bei euch vorbeikommen. Kommen auch sonst immer gerne vorbei. Und ich habe jetzt bei mir hier David. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst. Ich habe eine Frage an dich. Ich bin ja ein Racing-Laie. Ich bin meistens Offroad unterwegs oder mit meinem Adventure-Bike. Verstehe gar nichts vom Rennstreckenfahren. Und ihr habt ja einen Reifen, der Battlex V02, der sich sehr eignet für Fahranfänger und vielleicht Hobby-Racer. Aus welchem Grund? Was macht diesen Reifen so speziell? Durch das, dass wir nur zwei Reifenmischungen haben, das sind ein Soft und ein Medium, ist natürlich der Bridgestone relativ einfach handzuhaben. Wobei natürlich der Soft dann für den Anfänger, mit dem Soft kannst du nichts falsch machen. Wenn du merkst, dass der Reifen ein bisschen zu schnell runtergeht, dann wechselst du auf Medium, aber du kannst nichts falsch machen mit dem Soft. Und was meinst du, wenn du sagst, du kannst nichts falsch machen? Was könnte man bei anderen Reifen dann falsch machen? Das Problem ist natürlich dann immer, wenn du mit den Reifenmischungen, mit dem Fahrwerk, mit dem Ganzen, das ist so diffizil. Wenn das nicht stimmt, dann reißen die Reifen auf. Und dann sind die eigentlich hinüber. Und das gibt es eigentlich bei einem Bridgestone fast eigentlich nicht. Also ist eigentlich dieser Bridgestone Battlex V02 die sorglos Variante. Und wenn ein Anfänger mal auf die Rennstrecke will mit einem Slick, dann kann er zu dem greifen und alles ist gut. Absolut so, ja. Sehr spannend. Es ist schön, immer wieder was über Racing zu lernen, wo ich selbst ein Laie bin. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke euch, dass ihr vorbeigekommen seid. Fantic. Hier auch eine super Anlaufstelle mit sehr spannenden neuen Modellen, die man sich vielleicht von Fantic so nicht gewohnt ist. Ich bin hier mit Manu. Fantic kennt man vom Trialfahren und jetzt plötzlich stehen wir hier mit einer Supersportler. Wie kommt man dazu, als Trial-Marke eigentlich ein Supersportler? Wie geht es? Ja, das ist so, dass die Fantic eigentlich, so wie du sagst, von den Trial geboren ist und dann die Weiterentwicklung zum eine ganze Palette von Motorrädern anzubieten können. Ja, und wie man sieht, sind wir von Trial ins Enduro gekommen, dann ins Motard, von Motard ins Scrambler. Dann ist doch bei der Scrambler auch die 700er mit der MT07 Motor gekommen, Zusammenarbeit mit Yamaha. Und jetzt, um das Ganze komplettieren, kommen wir zu einem Supersportler und ein Naked. Die Naked wird sicher, wenn alles gut geht, Juli kommen dieses Jahr. Das war meine nächste Frage. Also es gibt neben dem Supersportler neu auch ein Naked Bike. Richtig. Und das kommt im Juli. Jawohl, wie sollte eigentlich im Juli kommen. Wie schaut es bei der Supersportler aus? Das haben sie angekündigt auf Oktober dieses Jahr. Okay. Aber ich denke, es könnte sich ein bisschen verzögern. Wenn wir über den Motor reden, hier aber 125er. Richtig. Bei der Naked Bike auch. Jawohl. Ich habe aber gehört, dass vielleicht in Zukunft auch mehr Kubik kommen werden. Das wissen wir nicht. Das steht noch in den Sternen. Was sie noch machen werden, weiß man immer als letztes, am letzten Moment. Aber wir haben immer noch den gleichen Motor wie bei den anderen 125er, immer der WR5 Motor. Und mit dem sind wir gut gefahren. Und so wie man weiß, ist auch bei Yamaha, bei Beta und so weiter überall drinnen der Motor. Spannend zu sehen. Ich finde designmäßig wirklich ein Hingucker und natürlich hoffe ich deswegen auch, dass in Zukunft vielleicht etwas mit mehr PS, mehr Hubraum kommt. Das werden wir sehen. Ja, der Customizing-Wahnsinn geht weiter hier bei Magzari. Und zwar kann man hier Sticker-Kits kaufen. Entweder nimmt man ein, sage ich mal, Preset, das es schon gibt, oder dann eben auch auf Kundenwunsch alles erhältlich, was man will. Man kann sich sogar das eigene Gesicht auf das Motorrad kleben, wenn man das möchte. Macht einen Rieseneffekt natürlich. Und du kannst so dein Motorrad perfekt individualisieren mit wenig Aufwand und also wenig Aufwand zeitlich und auch finanziell. Wirklich cool, besonders für die Marken Beta, Yehu, Voge und Zontes ist es erhältlich. Wirklich, wirklich cool. 1929 hat der Tscheche Janicek die deutsche Firma Winkelhofer übernommen.
Die hatten damals Motorräder hergestellt. Das Modell lautete auf den Namen Wanderer. So wurde der Name Java, wie man hier sieht, wie die Motorräder heißen, gegründet. Janicek und Wanderer, die zwei ersten Buchstaben von beiden Namen. Und erst 2018 machte Java ein Comeback mit neuen Modellen. In der Schweiz ist Java erst seit dem Jahr 23 wieder am Start. Und ich muss wirklich sagen, diese Motorräder haben mich ein bisschen im Herz berührt. Es sind neu produzierte Motorräder, aber sie schauen so klassisch aus. Also für mich ist das Kunst. Und ich finde es wirklich super schön, dass eine solche Firma wieder Fuß gefasst hat, neue Modelle auf den Markt gebracht hat und sich jetzt hier in der Schweiz auch wieder breit machen wollen. Finde ich wirklich absolut großartig und bin gespannt, was für Modelle in Zukunft noch kommen. Ja, Moto Festival in Bern. Es ist für mich eine große Ehre, als Schweizer 1000 PS Redakteur diese Messe moderieren zu können. Ich war erstaunt darüber. Ich meine, die Messe ist ganz im Namen der Custom Bikes, von denen haben wir unzählige gesehen. Es ist wunderschön zu sehen, wie viel Detail, wie viel Liebe in diese umbauten Projekte reingesteckt worden sind. Aber das Moto Festival an sich ist eine Experience mit den Konzerten, dem Food Court, mit den Stuntshows, was auch immer. Es ist einfach ein wirkliches Erlebnis, ein richtiges Festival eben. Ich werde nächstes Jahr ganz bestimmt wieder hier sein und ich hoffe natürlich, dass ich euch da auch treffe. 27.02. bis 2.03.2025. Das war's von meiner Seite. Vergesst nicht, einen Daumen hoch hier zu lassen oder zu kommentieren, wenn es dir gepasst hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal und wie man in der Schweiz sagt, hebe, hebe, hinnach.